Hallo. Hallo. Hi. Hi, ich bin die Paulina, ich bin 22 Jahre alt, wohne jetzt in Köln und studiere Journalismus. Willst du so eine freche Journalistin werden? Wer weiß, ja doch. Also das Studium macht wirklich viel Spaß. Und ich glaube, macht dir jetzt wirklich Spaß, weil die verbreiten ja eigentlich nur Lügen, ne? Nonstop. Also zum Beispiel bei mich werden jeden Tag neue Lügen verbreitet. Ich meine, dass ihnen das so Spaß macht, also irgendwas zu erfinden. Deswegen studiere ich das, damit ich gute Nachrichten schreiben kann. Ja, aber ist ja ein interessantes Studium auf jeden Fall, ne? Was machst du sonst so? Ansonsten in meiner Freizeit eigentlich immer Musik, stehe ich auf der Bühne. Und, Spielst du mit einer Band, oder? Ich bin in so einer Agentur und dadurch kriege ich immer quasi Gigs. Und das ist eigentlich so. Ja, auch so Betriebsfeiern, oder wo trittst du auf? Zum Beispiel, was ganz cool war, wir haben den CDU-Wahlkampf musikalisch begleitet. Also wir durch die ganzen Städte in Deutschland getourt. Das war cool. Es hat Spaß gemacht. Was singt man denn da? Ich habe Schlager gesungen. Zum Beispiel, Helene Fischer, Vanessa Mai, Beatrice Egli, sowas. Das war super. Also, ich mag die CDU. Den Wählern hat es, glaube ich, gefallen, Schlager. Und das singst du für uns jetzt auch, Schlager? Genau, ich würde gerne tatsächlich von Vanessa Mai für dich damit beginnen. Okay. Und habe auch noch eine Helene Fischer-Nummer dabei. Und, Naja, du siehst, also Schlager könnte ich mir ganz gut vorstellen mit dir, bin ich ganz ehrlich jetzt. Okay. Vielen Dank. Ich meine, ja, wenn sich hier jemand beim Schlager auskennt, ist das Sava. Was meinst du so? Ganz ehrlich, du bist nicht die beste Sängerin. Aber ich fand's eigentlich ganz gut. Du musst noch viel an dir arbeiten. Und von mir hast du ein Ja. Dankeschön. Ja, optisch super. Gesamtpaket super. Du bist auch irgendwie souverän und hast das gut gemeistert, finde ich. Deshalb kriegst du von mir auf jeden Fall auch ein Ja. Vielen Dank. Das Ding ist, du darfst auch wirklich nur Schlager machen hier. Ich glaube, für alles andere wäre es dann doch zu schwach. Aber Schlager hast du gut rübergebracht und deswegen, ja, von mir ist auch ein Ja. Ja, das hört sich weiter, ne? Ja. Oh mein Gott, das ist echt geil. Ja, Pauline, ich habe ja den direkten Vergleich zu Vanessa. Also da brauchst du dich nicht fürchten, ja. Ich habe aber was zu kritisieren und das ist, manche Töne singst du nicht so aus. Ja, höchstwahrscheinlich, weil du selber Angst hast davor, schief zu singen. Also du musst manche Töne einfach ein bisschen länger singen, um ein Gefühl zu erzeugen. Dann kommt da ein bisschen mehr. Aber du bist natürlich echt eine Erscheinung. Du siehst wirklich top aus. Dankeschön. Und da muss man einfach dann viel Arbeit reinstecken und dann kann das klappen. Viermal ja. Dankeschön. Du siehst echt Bombe aus, also für Schlager. Pff. Danke. Ciao. Das sind die drei Garanten für eine Gesangskarriere. Kreischen, knuddeln, Gottvertrauen. Oh mein Gott. Ich dachte so anfangs, Silvia ist nicht so begeistert von mir. Ist ja vielleicht noch nicht, vielleicht kann man das noch ändern. Und ich glaube, die anderen drei, die fanden mich ganz gut. Ich bin Enrico.